Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Hier in diesem Büro können wir uns jetzt erstmal aufwärmen. Ich möchte mal einen Blick auf unser Journal werfen. Wir haben jetzt 2 Tage hinter uns, sind gerade im 3. Tag und haben uns hier in dieses Lagerbüro mit letzter Not gerettet. Schauen wir mal, wo unsere Lebensanzeige ist. Wir sind bei 81%, haben Erschöpfungs- und Unterkühlungssymptome. Ah, hier liegt eine Leiche, das ist natürlich nicht so schön. Aber ich denke, das, was wir wirklich als erstes tun sollten, 2 Stunden schlafen. Damit heilen wir unser Unterkühlungsrisiko und wir kommen wieder ein wenig zu Kräften. Was ist das nächste, das wir sinnvoll tun können? Wir können natürlich den ganzen Raum hier durchsuchen. Und damit fange ich auch erstmal an. Und ich werde das gleich dann so weiterführen, wie schon im Kater Staudamm begonnen. Dinge, die ich jetzt nicht unmittelbar brauche, lagere ich um. Dazu gehören all diese Stoffreste. Ich brauche nicht 2-mal Werkzeug, keine 2 Messer, keine kaputten Pfeile, keine 2 Fackeln. Nähzeug und Schießanleitung kann mir noch nutzen. Die Lampe. Dann gibt's das. Die Schuhe wollte ich rüberstellen. Und dann haben wir hier auch üppig alle möglichen Medikamente. Die brauchen wir erstmal nicht in diesen Dosen. Okay. So, das. Okay, dann. Wir haben immer noch ein großes Schlafdefizit. Und ich würde mich auch total gern aufs Ohr hauen. Aber wir müssen ein Lebensmittelproblem lösen. Denn wir haben nichts mehr oder fast nichts mehr zu essen. Buch. Den nehme ich jetzt mit einem Messer auseinander und zwar, weil es etwas schneller geht und wir ein klein wenig unter Zeitdruck stehen. Es ist nicht so, dass und jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzt. Hier gibt es eine zurückgelassene Notiz. Okay, die schaue ich mir vielleicht später nochmal genauer an. Aber sonst nichts Essbares. Überleben in der freien Natur ist ein Lehrbuch. Sehr nützlich. Der hat leider nichts für uns. Auseinandernehmen. Und hier gibt es eine Limo. So, Verband. Pfirsiche, Tomatensuppe, Schokoriegel. Das gefällt mir alles sehr gut. Dosenöffner haben wir bereits, den sammeln wir bloß auf, um ihn dann ins Regal zu tun. Da kann der gleich mit rein.
So, was noch? Rad könnte ich auseinandernehmen. Dann weiter. This will come in handy. Medizin. Ein kleiner Snack, ein Haken, Wettstein. Das sind natürlich nützliche Dinge auf jeden Fall. Ist es das schon wieder fast mit dem Gesammeln? Ja, ich muss mich noch mal 2 weitere Stunden aufs Ohr hauen, weil die Erschöpfung mich dazu zwingt. Das mache ich. Dann wird der Plan sein, für diesen Tag hier noch ein bisschen Zeit in und also in der Hütte und in der Umgebung der Hütte zu verbringen. Die Nacht hier zu campieren. Und dann denke ich, macht es Sinn. Weiterzuziehen. Ich überlege, ob ich zurück sollte, um das Hirschfleisch zu bergen. Ja, das ist ein ganz schönes Stück. Ja, ich glaube, das ist nicht sicher. Nee, dann mach ich's anders. Hier liegt ja noch überall Holz. Ich habe hier noch diese 2 Stücken Wildtierfleisch. Nehme auch gleich den, oder besser vielleicht ein Buch. Ich habe eine 90%ige Chance. Das sollte ich probieren. Ja, dann werde ich den Hirsch zubereiten. Für heute und morgen Proviant und könnte dann eben morgen die nächste Unterkunft erreichen und da habe ich als Ziel die Hütte des Pelzjägers. Ich weiß, wo die sich befindet, so ungefähr. Ich brauche nur dem Schienenstrang zu folgen und mich dann an der Felswand lang bewegen und dann müsste das klappen. Ja, und hier diese Werte sind besorgniserregend. Ich muss hier Vorbereitungen treffen. I wonder if I can drop any of this gear. So. Dann schmelze ich noch 1 Liter. Und stell dann dieses Wasser hier ab. Erstmal My was tongue feels like sandpaper. trinken. Gut. Und das Wasser stelle ich hier
ab. Das werde ich essen. Das werde ich essen. Und dann haue ich mich aufs Ohr. Ja, die Hütte ist in einem ziemlich chaotischen Zustand. Also hier gefällt es mir gerade nicht so gut. Die Hütte des Pelzjägers ist in etwas besserem Zustand, denke ich. Ich nehme mal alles, was drin ist. Schau mal, wie lange ich ausruhen kann. Komplett erholt, aber durstig. Und gleich die nächste. Und dann gibt es denn Dinge, die ich hier noch erledigen könnte. Wir haben eine Arbeitshose auf 70. Ja, dann nehmen wir die und zerlegen die. Klack, klack. Wir haben Arbeitshandschuhe. Es gäbe ja noch die Überlegung, wenn so ein Wolfsangriff bevorsteht, die Handschuhe zu wechseln. Aber ob man die Nerven hat, in den paar Sekunden nochmal die Handschuhe zu wechseln, weiß nicht genau, ob das eine realistische Überlegung ist. Kann ich denn reparieren? Ja, obwohl es dunkel ist. Ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so dunkel. Repariert. Das brauche ich aktuell noch nicht zu reparieren. Und hier geht's weiter. Es wird langsam hell. Dann, der muss unbedingt repariert werden. Scheitert wahrscheinlich, weil der Reparaturumfang zu groß ist. Aber immerhin, wir haben ein bisschen was geschafft. Den Schlafsack werde ich hier lassen. Da gibt es noch was zu zerlegen. Und dann das und das. Mhm. Gut, die nächste Überlegung ist herauszufinden, was brauche ich unbedingt, also was will ich mitnehmen in die Hütte. Wie sieht's hier aus? Ich habe Leder, das ist wichtig. Federn sind zwar nicht zu wichtig, aber Stoff ist ebenfalls wichtig. Alles umlagern. Die Pfeile würde ich gern mitnehmen. Gibt's etwas, was ich hier lassen möchte? Das habe ich alles an. Die Schuhe werde ich hier lassen. Die Medis. Ja, die Schmerzmittel nehme ich mit. Die Antibiotika lasse ich hier. Die Spritze ist wichtig. Die nehme ich mit. Holz. Und das ist dann alles. Na, okay. Dann hinterlassen wir dieses ungemütliche Lagerbüro. Also für mich macht es tatsächlich einen kleinen Unterschied, ob da eine Leiche drin liegt oder nicht. Wenn keine Leiche drin liegt, dann richte ich mir das manchmal auch
in diesem Lagerbüro so ein bisschen ein. Also das habe ich zumindest bei einigen Spielen gemacht. Aber mit einer Leiche darin, das ist nicht so ganz mein Geschmack. Das heißt, ich ziehe mich zurück. Und zwar in Richtung... Pelzjägerhütte. Das ist ein kleiner Fußmarsch, nicht allzu lang. Aber der kann trotzdem gefährlich sein. Ich nehme mir muss das Gewehr mal so ein bisschen, um zu gucken, ob da ein Wolf steht. Nee. Denn die Wölfe sind unsere Plage in diesem Spiel. Ich weiß, dass da auf der anderen Seite noch ein Hirschkadaver liegt. Fällt mir auch nicht leicht, den zurückzulassen. Aber mein Bedarf oder mein Bedürfnis jetzt ist, eben eine feste Basis erstmal zu gewinnen. Und diese Basis ist eben diese Pelzjägerhütte. Da möchte ich hin, da möchte ich mich einrichten und dann alle weiteren Schritte von dort aus planen. So, wir können gern alles mitnehmen, was sich auf diesem Weg für uns anbietet. Und da weiß ich aus Erfahrung, dass hier am Ende des Schienenstranges, wo es eben diesen Tunnel gibt, da liegt manchmal noch die eine oder andere Kiste rum. Vielleicht finden wir da was. So, nochmal einen Blick hier runter. In dieser Senke treiben sich hin und wieder Wölfe herum. Okay. So, wie sieht es hier aus? Hier kann ich nichts sehen. Ja, da hinten liegt etwas. Hier gibt es ein paar Hagebutten. Was sagt eigentlich die Temperatur? Wir laufen hier bei minus 7 Grad gefühlt rum. Zedernholz. Hier liegt eine Box. Na, das war nicht wirklich sehr hilfreich, aber okay. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Freue mich darüber, das verwenden zu dürfen. Und dann auf zur Pelzjägerhütte. Ja, solche Tage mit klarer Sicht, Sonne, deutlichen Konturen, die mag ich sehr gern. Es gibt eben auch neblige Tage, wo man nicht mal einen Steinwurf weit schauen kann. Die sind halt recht gefährlich, weil man hier durch den Wald läuft und keine 20 Meter weit sehen kann. Dann passiert es eben schon mal, dass man in ein oder zwei Wölfe reinläuft und das kann tödlich enden. So, ich orientiere mich hier an dieser Felswand, immer an dieser Felswand entlang. Und zwar wirklich auf dem direkten Wege. Ich weiß, dass es hier noch eine Menge zu erkunden gibt, aber mit dem Erkunden möchte ich beginnen, wenn ich eine gesicherte Unterkunft habe. So, dann drückt die Daumen, dass wir da ohne Schwierigkeiten hinkommen. Ja, hier ist auch noch der Vorteil, ihr seht es an dem Symbol oben in der Bildschirmmitte, dass wir uns im windgeschützten Bereich bewegen.
Bedeutet, die Windkühle liegt nur bei minus 1 Grad. Und wenn wir jetzt das verlassen, beispielsweise hier, dann liegt sie bei minus 15 Grad. Also das macht so viel aus und stimmt dem auch wirklich mit Empfehlungen der Survival-Experten eben überein, dass eben nicht nur geschaut wird, was ist für eine aktuelle Temperatur zu beobachten, sondern wie verhält es sich mit dem Wind. Und Wind kann so eine enorme Abkühlung bedeuten. Das haben sie in dem Spiel gut umgesetzt. So, dann schaue ich mal hier in die Scheune. Da hat man manchmal das Glück, dass sich dort Wild ein Wildkadaver findet. Und den würde ich dann gerne noch mitnehmen. Ja, sieht so aus, als ob dort noch ein Hirsch liegen würde. Genau. Und ich nehme jetzt erstmal das und schau mal, wie es mir danach geht. 16 Minuten. Ja. Okay. Und ich will keine Erfrierung riskieren. Also verschwinde ich. Ja, hier stehen die Hirsche direkt bei uns vor der Tür. Gut für uns. Aber im Moment sind wir so unterkühlt, dass es keinen Sinn machen würde zu jagen. Gut, dann soll es das für diese Episode gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Schauen des Videos gehabt. Natürlich würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Vielleicht habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt in den Kommentarbereich. Ich möchte euch auch auf das Forum von Dalorite hinweisen. Den Link findet ihr unter dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.